Moin, Leute, da sind wir wieder. Dann wollen wir doch mal hier weiter machen. Ja, ein bisschen umbauen müssen wir. Ach so, der ist ja dann natürlich auch falsch. Haha. Der müsste dann hier hin. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Passt. Jo, gut. Okay. Dann den Boden natürlich auch wieder raus. Und dann werden wir das Ganze hier einfach mit Erde wieder auffüllen. So, bing, 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 bing. Das war zwar schon ganz gut, was ich da gedacht hatte mit dem Tunnel, aber das hat mir dann im Endeffekt doch nicht gefallen, wie der dann, also wie der Verlauf des Tunnels dann gewesen wäre. Und von daher haben wir das Ganze hier einfach nochmal geändert. Und zwar so, dass es dann schön aussieht. Alles andere wäre ja kein wirklicher Gewinn gewesen, aber naja, was soll's. Wir versuchen hier halt unser Bestes zu geben. Bing, bing, bing. So, Katsching. Ding. Dann müssen wir mal gucken. Wir müssen uns hier dann natürlich auch einen Weg nach draußen dann noch irgendwie frei halten. Noch sind wir ja bei Weitem nicht mit dem Tunnel durch, dass wir dann sagen könnten, ja, gar kein Ding, dann bauen wir uns da irgendwie einen Aufgang. Nee, so weit sind wir noch nicht. Also von daher, wir müssen hier dann auch irgendwie dafür sorgen, dass wir dann hier auch gescheit rein und rauskommen aus dem Tunnel. Das wird dann hier passieren. Können wir auch gleich mal machen. Und dann können wir da auch, glaube ich, gleich mal so ein paar Fackeln hinkleben, damit uns hier nicht gleich Kollege Creeper ins Loch reinspringt. So, die können wir einmal nehmen und dann würde ich sagen, ja, die lassen wir stehen, die lassen wir auch stehen und den Rest, huch, ja, zuppelt's ein bisschen, die nehmen wir raus und dann beleuchten wir hier einfach mal ein bisschen großzügig alles drumherum. Ja, das war jetzt ein bisschen too much. Das war auch nicht so, ach, die habe ich gar nicht aufgesammelt. Mann. So, ja, 19 Stück haben wir noch. Ein bisschen was zum Abzählen brauchen wir auch noch an Fackeln. Das soll dann auch erstmal reichen. Na gut, okay, hier vorne halt noch ein bisschen. Und zack, zack. So, jetzt sollten wir hier auch halbwegs ausgefackelt haben. Das sollte genügend sein, also dass da nichts mehr passieren kann. Ja, dann geht's weiter. Ding, ding, ding. Bing, bing. Hier ist ja vielleicht irgendwann mal angedacht, das Ganze weiterzuführen. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt aber noch gar nicht so ganz sicher. Dann wollen wir erstmal uns hier rausbuddeln. Na, ich stand doch da schon ganz gut drauf. Jo. So. Haben wir auch alles eingesammelt? Haben wir. Gut, dann können wir jetzt nach draußen und anfangen, das Glas zu setzen für unseren neuen Tunnel. Sand werden wir, glaube ich, noch nicht genügend haben. Da werden wir, glaube ich, nicht mit hinkommen. Dass wir jetzt sagen könnten. Nein, falsch. Dass wir das Loch hier unten, also hier dieses links und rechts, mit auffüllen könnten. So, aber so müsste das doch gehen. So, zack. Ah, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt vielleicht unter Umständen zu viel Glas produziere. Das kann natürlich auch sein. Können wir auch haben. Aber da wir da hinten ja auch nochmal unter Wasser was bauen wollten, ist das also nicht verschenkt. Nein, das wird schon alles glatt gehen. Und auch am Leuchtturm soll ja so eine Strecke nochmal lang gehen. Also, dass man das Dorf praktisch von zwei Seiten erreichen kann. So, und dann kommen wir hier nämlich genau bei dem Baum raus. Und auch da sollten wir dann natürlich noch bei Zeiten etwas Glas dazu bekommen. Also das sollte schon reichen. Ja, die Unterwassertränke, die werde ich natürlich nur benutzen, wenn wir dann auch unter Wasser arbeiten. Also einerseits, wenn wir dann hier unten die Erde auffüllen und dann auch gleich den Sand mit reinwerfen. Also verschwenden möchte ich die nicht.
Das muss nicht sein, aber wir machen uns jetzt mal, es wird gerade dunkel, auf den Weg zu unserem Häuschen. Dann nehmen wir von da aus dann auch demnächst mal das Bettchen mit. Das ist so eine Sache, die wir unbedingt noch irgendwie brauchen. Denn mit dem Bett ist uns, glaube ich, unten im Tunnel mehr geholfen, als wenn das jetzt hier rumsteht. So, aber nochmal schnell hier irgendwie so, ne? Warum kann ich denn jetzt nicht schlafen? Komm, Sonne, mach hin! Lässt sich heute aber auch wieder bitten, die Sonne. Ist ja unglaublich. So, zack, Bett eingepackt. Ja, müssen wir doch nochmal so machen. Hatte ich hier nicht auch noch irgendwie Sand? Klar hatte ich hier noch Sand. Hier vielleicht auch noch? Nö. Gut, haben wir sogar noch ein bisschen Sand dazu gekriegt. Auch nicht schlecht. Kann man ja alles irgendwann mal gebrauchen. So, bing, zack, den Zaun wieder rein und dann machen wir hier jetzt gleich mit dem Glas weiter. Das andere Glas, das brutzelt unten ja schön vor sich hin. So, sage ich schon, aber nee, geht gar nicht, weil jetzt geht's erst. Da müssen wir mal ein bisschen nachhängen, helfen. Genauso wie auf der Seite hier. Das sieht doch schon mal jetzt schön aus. Und ja, wenn wir da noch ein bisschen weiter gebaut haben, dann sieht das natürlich noch viel, viel schöner aus. Aber das kostet natürlich auch immer so seine Zeit, diese ganzen Bausachen. Mal gucken, wie ich das dann noch etwas auflockern kann. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ich noch so machen soll. Aber ich versuche ja, wie gesagt, mehr oder weniger alles umzusetzen, was auch schon an Vorschlägen gekommen ist. Vor ewigen Zeiten kam auch ein Vorschlag, dass ich mit der Nordstrecke der Bahn unten beim Mob Tower, dass ich da bitte eine Minecart-Strecke hochführen soll zu den Feldern. Das wird kommen. Da habe ich eine ganz gute, finde ich, Lösung für gefunden, wie ich das Ganze da hochbauen kann. Also auch nichts Spektakuläres, nein, das nicht jetzt unbedingt, aber eine schöne Lösung. Und das muss ja auch sein. So, bing, und dann nehmen wir uns hier mal unser Glas raus. Und dann können wir hier nämlich gleich weiterbauen. Hopp, hopp, hopp. Nicht ganz geschafft. Ich wollte noch unbedingt auf dieses Seerosenblatt draufspringen, damit wir dann etwas schneller hier am Ende an unserer Baustelle ankommen. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Naja. Gibt Schlimmeres. So. Und dann haben wir doch wenigstens schon mal die Glasdecke in Rekordzeit hier reingedröselt. Und dann müssen wir uns demnächst mal um Glasscheiben kümmern, aber dann müssen wir auch anfangen. Wir brauchen genügend Stein und wir brauchen auch. Nein, der war falsch. Und wir brauchen auch genügend Erde und wir brauchen auch genügend Sand, dass wir dann hier unten versuchen, dann wenigstens alles abzudecken. Also die Erde, da soll es jetzt nicht dran scheitern. Das ist, glaube ich, das, wovon wir wirklich mit Abstand am meisten haben. Was ein bisschen eng werden könnte, das ist halt der Sand. Aber im Zweifelsfall fangen wir dann da drüben die Strecke an zu bauen. Denn da sollten wir genügend Sand mit dazu bekommen. So. 41 Stück haben wir jetzt übrig. Ich gucke aber gleich nochmal im Inventar nach, ob das auch wirklich an dem ist. Nein, natürlich nicht. Wir haben da noch viel, viel mehr übrig. Dreie werden bei Weitem nicht reichen. Da müssen wir nochmal gucken. Gut, dann nehmen wir das hier mal raus. Und das nehmen wir mal raus. Und das nehmen wir mal raus. Ja, Leute, ich will jetzt keinen Trank noch extra einwerfen, aber eigentlich wäre es ja jetzt Zeit dafür. Von daher machen wir jetzt hier mal noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, werfen wir uns demnächst den Trank ein und dann fangen wir mal an, hier unter Wasser zu bauen und füllen wenigstens schon mal die Erde auf. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ja,
Ich sage hier an dieser Stelle, sage ich dann erstmal Tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann werden wir endlich mal so einen Nachtsichttrank benutzen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.